Im Matthäusevangelium werden genau 5 große Predigten Jesu überliefert. Damit spielt dieses Evangelium, das sich ja ursprünglich in erster Linie an Judenchristen gerichtet hat, auf die 5 Bücher des Mose, also auf die Tora an. Heute, am 4. Sonntag im Jahreskreis, hören wir den Beginn der ersten dieser großen Predigten, die zugleich einen der wichtigsten Texte des Neuen Testaments darstellt. Es ist die Bergpredigt. Hören wir also jetzt den Beginn dieser Predigt. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Situation, in der wir uns befinden. Kurz zuvor hatte Jesus mit seiner öffentlichen Verkündigung begonnen: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Dann hat er die ersten Jünger gesammelt, Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, und ist anschließend in Galiläa umhergezogen, hat in den Synagogen gelehrt, hat Kranke geheilt und aus den Besessenen die Dämonen ausgetrieben. Das hat dazu geführt, dass sich sein Ruf schon in der ganzen Region ausgebreitet hat und ihm nun viele Menschen folgen. Und da setzt nun das heutige Evangelium ein. Wir haben gehört, wie es heißt: Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Es ist wichtig, dass wir beachten, dass hier der bestimmte Artikel steht. Jesus steigt nicht auf irgendeinen Berg, sondern auf den Berg. Und damit wird angespielt auf den Berg, auf den einst Moses gestiegen ist, um dort das Gesetz Gottes zu empfangen. Es geht also hier nicht in erster Linie um eine geografische Ortsbestimmung, sondern um die theologische Bedeutung. Jesus ist der neue Moses, der nun das neue Gesetz für den neuen Bund geben wird, die Charta des Neuen Testaments. Dann heißt es: Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Diese Geste des Hinsetzens weist hin, dass Jesus jetzt der neue Lehrer ist. Er nimmt also gewissermaßen jetzt den Lehrstuhl ein. Und dann noch etwas Bemerkenswertes. Es heißt, die Jünger traten zu ihm. Hier sehen wir einen wichtigen Unterschied zur Heilsgeschichte des Alten Bundes. Dort lesen wir, dass Moses ganz allein auf den Berg gestiegen ist. Das Volk durfte den Berg nicht nahen und es durfte den Berg nicht einmal berühren. So heißt es im Buch Exodus, im Kapitel 19, Vers 12: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur seinen Fuß zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, hat den Tod verdient. Also, Gott nahe zu kommen ist gefährlich. Nur besonders Auserwählte dürfen ihm nahen, die anderen müssen ferne bleiben. Jetzt der große Unterschied im Neuen Bund: Alle dürfen zu Jesus kommen, Jünger dürfen zu Jesus hintreten, alle gehen mit ihm auf den Berg. Und dann geht es ganz feierlich weiter. Es heißt dann: Er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach. Das klingt fast ein bisschen umständlich, dreifach wird zum Ausdruck gebracht, dass jetzt die Fülle der neuen Lehre gegeben wird. Er öffnete den Mund, er lehrte sie und sprach. Also mit Jesus wird jetzt das neue Gesetz gegeben, die neue Tora. Weiter sind die Unterschiede zum Gesetz des Alten Bundes bemerkenswert. Das Gesetz des Alten Testaments beginnt zunächst einmal mit einer Selbstaussage Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat. Also Gott erklärt sich selbst und er erklärt auch, warum Autorität über das Volk hat. Er ist es, der es in die Freiheit geführt hat. Dann folgen die Gebote, immer eingeleitet mit den Worten: Du sollst oder du sollst nicht. Jetzt dagegen beginnt dieses neue Gesetz des neuen Bundes nicht mit einer Selbstaussage Jesu, auch nicht mit irgendwelchen Geboten, mit keinem Du sollst, sondern mit der Ausrufung der Seligkeit. Selig sind die arm sind vor Gott.
Makarios ist das griechische Wort für diese Glückseligkeit, das allerdings in der griechischen Mythologie und Religion nur den Göttern im Olymp zugeschrieben wurde. Nur von den Göttern hat man geglaubt, dass sie diese Glückseligkeit erreichen können. Kein Mensch kann jemals Makarios sein. Aber Jesus spricht diese Glückseligkeit nun allen Menschen zu, allen, die sich auf seine Botschaft einlassen und ihm folgen. Er zeigt nun auch, wie man diese Seligkeit erreichen kann. Dabei ist dieser Text der Seligpreisungen auch ein literarisches Meisterstück. Für die, die sich besonders dafür interessieren, möchte ich da ein paar Hinweise geben. Es handelt sich also um 8 Seligpreisungen, 8 allgemeine Seligpreisungen, denen dann noch, sprachlich davon etwas abgesetzt, eine 9. hinzugefügt wird. 8, das ist die Zahl für die Ewigkeit. Auch der Tag der Auferstehung ist der 8. Tag. Also hier wird hingewiesen, dass es sich um ein Gesetz handelt, das zum ewigen Leben führt. Der Originaltext besteht dann genau aus 72 Worten. 72, diese Zahl, galt damals als die Zahl der Völker. Man hat geglaubt, dass es weltweit genau 72 Völker gibt. Damit soll angedeutet werden, dass dieses Gesetz nun anders als die Tora, die ja nur für die Juden gegolten hat, ein Gesetz für alle Völker, also für alle Menschen ist. Alle Menschen können diesen Weg gehen, können das Leben erlangen. Uns ist es nicht mehr geläufig, so mit Texten umzugehen, aber damals in der Antike war das durchaus üblich. Auch wir haben in der Sprache noch ein fernes Echo über diese Verwendung von Zahlen, auch in Texten, wenn wir einander etwas erzählen. Da steckt das Wort Zahl im Begriff drin. So viel zu diesen sprachlichen Besonderheiten. Nun wenden wir uns aber dem Text selber zu. Die 8 Seligpreisungen beschreiben also, wie man das Himmelreich erfahren kann. Die erste und die letzte Seligpreisung sprechen genau von diesem Himmelreich, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass immer dann, wenn im Matthäus-Evangelium vom Himmelreich die Rede ist, genau dasselbe gemeint ist, was im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium als Reich Gottes bezeichnet wird. Also es geht nicht um ein jenseitiges Reich, sondern um eine Wirklichkeit, die schon hier und jetzt ihren Anfang nehmen soll. Die erste Seligpreisung lautet eben dann: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und die letzte: Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Man könnte also sagen, Klammer auf, Klammer zu, es geht um das Himmelreich. Das Himmelreich hat begonnen mit der Ankunft Jesu. Mit ihm ist es nahe gekommen und Jesus zeigt nun, wie man in dieses Himmelreich gelangen kann und wer die Bürger des Himmelreiches sind. Es beginnt mit der ersten Seligpreisung: Selig, die arm sind vor Gott. Wörtlich eigentlich: Selig die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Gemeint ist jeweils damit, dass Jesus nicht die Elenden selig preist, also die, die nichts haben, die in Armut und Elend leben, sondern die arm sind vor Gott, das heißt also, ihren Reichtum nicht in Besitztümern dieser Welt suchen, nicht indem sie Reichtümer anhäufen, sondern die sich als Bedürftige vor Gott erfahren und sich von Gott beschenken lassen. Und als von Gott Beschenkte werden sie befähigt, selber auch Schenkende zu werden. Durch diese von Gott Beschenkten und Gesegneten geht der Segen, geht die Gabe Gottes in die Welt hinein. Es ist wichtig, auf die besondere Bedeutung dieser Seligpreisung hinzuweisen, denn oft genug wurde genau deshalb der christlichen Botschaft der Vorwurf gemacht, sie enthalte nur eine Vertröstung auf ein besseres Leben im Jenseits. Dann würden damit die Elenden ruhiggestellt, sodass sie nicht gegen ihr Elend aufbegehren. Und die Botschaft könnte sogar als Instrument der Mächtigen verwendet werden, um die Armen ruhigzustellen. Aber genau das ist nicht gemeint. Das Evangelium ist nicht Opium des Volkes, sondern soll vielmehr erwecken und Kraft geben, sich für eine bessere Welt in diesem Leben einzusetzen. Die erste Seligpreisung wird deshalb in der Gegenwartsform ausgedrückt: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist also eine Wirklichkeit, die schon hier und jetzt gilt. Wer jetzt in dieser Haltung vor Gott lebt, wer sich jetzt von Gott beschenken lässt und darin seinen Reichtum sieht, der geht jetzt und hier schon in das Himmelreich hinein. Die weiteren Seligpreisungen sind Verheißungen. Sie sind in 2 Dreiergruppen aufgeteilt. Hier wird geschildert, welche Folgen in der Welt zu erwarten sind, wenn es diese Armen vor Gott gibt, die in der Welt leben. Die erste Dreiergruppe lautet: Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Diese erste Dreiergruppe beschreibt also, wie durch diese Armen vor Gott die Welt und die Gesellschaft gewandelt wird. Durch die werden die Trauernden getröstet. Sie werden dafür sorgen, dass alle das bekommen, was sie brauchen, damit ihr Leben zur Entfaltung kommt. Und sie werden sich einsetzen für eine Ordnung in der Welt, die wirklich gut ist. Dann kommt die zweite Dreiergruppe. Dort lesen wir, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Hier geht es jetzt nicht mehr um die Gesellschaft insgesamt, sondern um den einzelnen Menschen, der in dieser Haltung der Seligpreisungen lebt. Es wird gezeigt, wie sich durch dieses Leben das Verhältnis zu Gott wandelt. Jene, die Barmherzigkeit üben, werden Barmherzigkeit erfahren. Nicht immer durch die Welt, aber Gott wird diesen Menschen mit Barmherzigkeit begegnen. Barmherzigkeit öffnet also für die Barmherzigkeit Gottes, die dann durch diese Menschen hindurchfließen kann zu den vielen. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Selig, die reinen Herzen sind, das bedeutet, selig, die anderen Menschen ohne Nebenabsichten begegnen und sie nicht benutzen für eigene Zwecke. Weil sie reinen Herzen sind, werden sie in den anderen die Gegenwart Gottes schauen. Und schließlich heißt es, selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Damit sind nicht bloß die gemeint, die zwischen zwei Streitparteien vermitteln und zur Versöhnung beitragen. Das hebräische Wort für Friede, Shalom, meint ja sehr viel mehr als nur die Abwesenheit von Streit. Shalom meint das gelungene Leben, ein Leben, das ganz geworden ist. Wer sagt, der Friede sei mit dir, wünscht dem anderen, dass sein Leben heil werden möge, dass es ganz sein möge. Wer es auf diese Weise beiträgt, dass das Leben der anderen gelingen kann, dass es heil wird, dass es ganz wird, der tut genau das, was ja Gott auch den Menschen schenken möchte. Deshalb werden diese Menschen Gott ähnlich sein und Kinder Gottes genannt werden. Das also ist die zweite Dreiergruppe. Dann folgt die achte Seligpreisung, die klar macht, dass jene, die sich für die Gerechtigkeit in der Welt einsetzen, mit Verfolgung rechnen müssen. Aber warum ist das so? Sie tun durch das Gute, sie tun das, dass das Leben in der Welt besser wird. Warum müssen sie mit Verfolgung rechnen? Wir werden das besser verstehen, wenn wir kurz zurückblicken auf eine andere Bergpredigt, von der kurz zuvor im Evangelium die Rede war. Es war die Bergpredigt des Teufels und sie wird gehalten in der Versuchungsgeschichte Jesu. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Mit diesen Worten auf dem hohen Berg wollte der Teufel also Jesus auf den Weg der Macht verführen. Allen aber, die in dieser Welt Macht ausüben und über andere herrschen wollen, sind jene ein Dorn im Auge, die zu einer inneren Freiheit gefunden haben und sich vor diesen falschen Mächten nicht mehr beugen und vielmehr anderen auch noch auf den Weg der Freiheit helfen wollen. Aber trotz aller Verfolgung werden sie doch die Freude des Himmelreiches schon jetzt in dieser Welt erfahren können, zumindest im Ansatz. Und während der Teufel nur die Reiche dieser Welt versprechen kann, verheißt Jesus das Himmelreich, das sehr viel mehr bedeutet. Nach dieser achten Seligpreisung folgt dann noch eine neunte, die aber von den vorigen sprachlich deutlich abgegrenzt ist. Die ersten acht beginnen immer mit den Worten selig die. Und diese Worte richten sich an alle Menschen aus allen Völkern, allen Kulturen. Und die achte Seligpreisung gilt für alle Menschen, die sich in dieser Welt für die Gerechtigkeit einsetzen. Das gilt auch für jene, die in dieser Welt, in dieser Zeit nicht zu Christus gefunden haben und trotzdem das tun, was in seinem Sinn ist. Darauf weist auch das 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums hin, dass viele in das Reich des Vaters hineingehen, die in dieser Welt Christus nicht erkannt haben und doch das getan haben, was im Willen Jesu war. Die ersten acht Seligpreisungen werden jeweils eingeleitet mit den Worten selig die, also die Einleitung ist allgemein formuliert. In der neunten Seligpreisung richtet sich Jesus speziell an seine Jünger. Hier sagt er, selig seid ihr. Und verbunden wird diese Seligpreisung mit einer ausdrücklichen Aufforderung zur Freude. Auch die Jünger werden Widerstand erleben, aber nicht mehr nur Widerstand, weil sie sich für die Gerechtigkeit einsetzen, sondern Widerstand und Verfolgung um Jesu Willen.
Jesus sagt, selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. In der Liturgie wird dann allerdings der letzte Teil des letzten Verses weggelassen. Denn vollständig heißt es dann noch, so wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Jetzt geht es also um die innerreligiöse Verfolgung, die auch Jesus erlebt hat. Jesus wurde ja nicht von den Zöllnern, den Dirnen, den Sündern ans Kreuz gebracht, auch nicht einmal unmittelbar von der römischen Staatsmacht, sondern es waren die religiösen Eliten, die Jesus als Gotteslästerer empfunden haben und die ihn deshalb der Kreuzigung ausgeliefert haben. Was hat sie über Jesus so erzürnt? Wir wissen ja aus einer anderen Stelle im Evangelium, wie Jesus darüber geklagt hat, dass die Gesetzeslehrer, die hohen Priester, die Tür zum Himmelreich verschlossen haben, dass sie selber nicht hineingegangen sind und die Menschen daran gehindert haben, hineinzugelangen. Er deckt auf, wo aus dem religiösen Gesetz eine schwere Last geworden ist, die die Menschen kaum tragen können. Also er deckt auf, wo der ganze religiöse Kult nicht mehr wirklich Gott gedient hat und den Menschen geholfen hat, sondern zum Hindernis geworden ist. Und weil er das aufgedeckt hat, weil es angesprochen hat und den Menschen einen ganz anderen Gott verkündet hat, nämlich den barmherzigen Vater, der immer da ist und für jeden Menschen erreichbar ist, deshalb wurde er ans Kreuz gebracht. Und wo die Jünger mit Jesus gehen, ihm folgen und genauso den Vater verkünden, werden auch sie mit solchen Verfolgungen rechnen müssen. Immer dann, wenn das religiöse System erstarrt ist, wenn etwas alt geworden ist, korrupt geworden ist, dann werden die Propheten, egal wo sie auftreten und wie sie auftreten, mit Verfolgung rechnen müssen. Aber Jesus verbindet gerade diese Seligpreisung auch mit der Aufforderung zum Jubel. Freut euch und jubelt. Freut euch und jubelt, wenn das passiert. Denn daran könnt ihr messen, dass ihr wirklich verstanden habt, worum es im Evangelium geht. Und dass ihr auf der richtigen Spur seid. Freut euch und jubelt. Denn ihr habt einen Schatz gefunden, den die Welt nicht geben kann. Einen Schatz aber, den die Welt auch niemand mehr nehmen kann. Thank you.